herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play. So, wir spielen heute Skyrim und morgen vielleicht auch, wir werden sehen. Wir werden jetzt ein neues Spiel starten. Ja, ich will. Das ist ein Drache, darum geht's. Unter anderem in dem Spiel. So, da es mein erstes Let's Play ist, hoffe ich, dass ihr was in die Kommentare schreibt, was mir weiterhelfen kann. Genau. Was meine ich? Was weiterhelfen kann. Ich halte jetzt mal die Fresse, denn jetzt geht's los. Ich werde mal schnell dazwischen plappern. Weil ich mich einfach nicht einkriege. Aber sonst. Oh, geile Grafik. Obwohl es noch verschwommen ist. Schon. Und. Oh, jetzt wache ich auf. Erstmal strecken. Okay. Na, wir haben hier einen alten Mann. Langen Haaren. Wir haben einen Dieb. Und wir haben hier ein. Was ist das? Ein Nord eben. Also, ich weiß ja nicht, wie er heißt. Ich glaube, er ist. Olaf oder Warlauf, wir werden sehen. Richtig. Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb. Ach so. Wir hören jetzt vielleicht nicht so gut. Verdammt, sollt ihr Sturmmäntel sein. Ich schalte mal an. Im Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da? Genau, no, doofe Sturmmäntel. Sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich leer ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln. Die. Ruhe da hinten! Und was stimmt mit dem nicht? Er ist ein Dieb, ja, wie schon gesagt. Passt auf, was man weiß das nur. Also, ich habe das Spiel schon mal gespielt. Noch nicht sehr weit, besonders mit dem Hauptquest. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Apropos, wo wir gerade bei Ulfric sind, würde ich gerne wissen, ob wir. Also würde ich gerne, dass ihr mir in die Kommentare schreibt, wen ich beitreten soll. Den Sturmmäntel. Hier und hier. Oder den Kaiserlichen dort hinten auf dem Pferd. Und hier vorne. Das kann nicht wahr sein. Das kann sonst auch überall. Hey. Aus welchem Dorf stammt ist dieser Mann? So, komisch finde ich das Tor, das ist ein bisschen eng, dass alles durchpasst. Die letzten Gedanken ich stoß mich fast in den Kopf. Seinem Zuhause gelten sollten. Oh. Ich komme aus okay. Dort hinten sehen wir Hochelfen. Ich kann euch eins verraten, Hochelfen werde ich nicht nehmen. Hochelfen sind die Personen, die ich am wenigsten mag. Skyrim. Trotzdem. Bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Geht nach drinnen, so. Das ist Helgin. Ja. Dort hinten ist der Scharfrichter, der hat eine Axt. Ich würde die Axt so gar nicht für die haben. Ich habe jetzt einen Mod aktiviert, womit man alles craften kann. Wirklich Sturmmantelrüstung und auch die Axt. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Okay, dort drüben sind wir die anderen Gefangenen. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten. Hier ist Schluss. Ihr habt's gehört. Aussteigen. Ich will aussteigen. Wir sind keine Rebellen. Los. Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, die. Ich finde die Animation so geil. Und hier auch. Oh, alter Risse im Hemd. Oh, das sieht so geil aus. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Laber nicht. So, einmal hier schauen. Jarl von Windhelm. Und auch die Synchronisation. Und jetzt stoppt es kurz. Ah, es automatisch speichert.
Warschauer Ordnung. Aber es macht schon mal. Mir auch. Ich verbeuge mich vor euch. So. Jetzt rennt er. Lauf! Lauf! Nicht. So, das war der andere. Will sonst noch jemand fliehen? Wartet, ihr da, tretet vor. Und? Ui, eine schöne Pirouette hat er gedreht. Wer seid ihr? Ich trete vor. So, jetzt drehen wir uns um. Und wer sind wir? Wir gehen mal runter. So, wir könnten Waldelfen spielen. Ihr könnt euch den Text noch durchlesen. Ich werde das einfach weiter hochscrollen. Wir könnten Rotbardon spielen. Wir könnten Orks spielen. Wir könnten Nord spielen. Wir könnten Khajiit spielen. Wir könnten Kaiserliche spielen. Hochelfen. Gleich weiter. Dunkelelfen. Bretonen. Die finde ich ein wenig. Die sehen aus wie Suchtis. Wie ich und du. So, und Argonia. Ich will mal die Maus hier wegnehmen. Ich werde euch verraten, dass ich Argonia nehmen werde. Weil ich Assassin gilde und die konnte unter Wasser atmen und ich weiß nicht, wie lange ich immer unter Wasser sein will. Ja, so Waldelfen, Bogenschützen, klar. Rotbardon sind Krieger. Wie auch immer. Wir sind zäh, wir besitzen Widerstand gegen Gifte, steht alles unten. Ork sind auch ziemlich dolle Kämpfer, haben Blut, irgendwie so Blutrausch, genau, da unten steht's ja. Nord ist mein Hauptcharakter, ja, habe ich auch noch einen anderen Save, dort spiele ich den Nord. Ja, Sie Bronson ist ein bisschen rassistisch, oder? So, Khajiit, die wären auch gut, aber ich mag Khajiit nicht so gerne und meine Schwester spielt auch Khajiit. So, Kaiserliche, warten nochmal zu Kaiserlichen. Kaiserliche sind die überall um uns rum. Kampfkunst und Magie und so, aber wir werden ja, ja, Assassine. So, die Altmar, die Hochelfen, sind arrogant, hinterlästig und so weiter. Dunkelelfen sehen ganz nett aus, sind, sie können gut schleichen, aber habe ich jetzt auch nicht keine Lust. Sind Widerstand gegen Feuer, das heißt, sie sind gut gegen Drachen. Bestimmten Drachen. Breton. So, haben Drachenhaut und so. Oh, nicht schlecht. Aber wir nehmen, wie gesagt, Argonia. Körper. Geschlecht, männlich. Weiblich. Wir nehmen männlich. Männlich. Hautfarbe. Machen wir dunkel, weil wir ja ein Assassin werden wollen. Und kein Rassist sind. Nichts gegen die, die nicht dunkel nehmen, die. Wirklich wollten wir, keine Ahnung, weiß ich doch nicht. So, Gesichtsfarbe. Dunkel. Wie gesagt, Schmutz mache ich mal und dann mache ich Schmutzfarbe schwarz. Narben. Es gibt hier ziemlich viele Namen, 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 Namen. Nehmen wir. Ich würde gerne die einzelnen Narbe nehmen, die, genau. So, Kriegsbemalung. Kriegsbemalung nehme ich. Wir gehen einmal durch. Ja, und das letzte. Genau. Die Hörner. Wir bemalen die Hörner. Wir könnten dieses schöne Rot nehmen, was ich ziemlich gut finde. Oder dieses Lila. Aber ich finde, das ist ein geiles Lila. Und ja, Gesicht. So, die Nase. Ich werde hier nichts ändern. Das. Ja. Suche ich jetzt dorthin? Ah, ich bin schon der Typ. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Helden, Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Entschuldigung, wir in dem kleinen Cut ist was schiefgelaufen. Ich hoffe, ist nicht so schlimm. Ich heiße jetzt Escape, denke ich mal. Warte mal. Wie auch immer, wir werden sehen, ob ich escape also. Und den Frieden wiederherstellen. Und deswegen werden wir das Let's Play gleich beenden. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius.
Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Dann werden wir sehen. Wir werden gleich sehen, ob möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. So lobe ich mir das. Wie ihr wünscht. So, und jetzt fliegt sein Kopf ab. Jetzt fliegt sein Kopf ab. Ich habe nicht den ganzen Monat Zeit. $10. Ne, was will ich mit Dollar? 10 Euro. Also 20 Euro, komm. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Und. So eine Überraschung wirklich. Und jetzt kriege ich 20 Euro von euch. Okay. Wer ist jetzt dran? Wer von euch ist jetzt dran? Wer? Ich weiß nicht, wer dran davon ist. Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Ja, stimmt. Echse, ihr seid dran. Ah, Echse. Okay, ist okay. Ich bin kein Ort, ich bin Echse. Okay. Ist okay. Das ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. So, meine Füße. Meine Füße. Oh, na, weiter geht's. Ja, danke schön. Ich muss sogar. Und die Axt ist einfach geil. Der ist gleich im Schlange. Was war das? Was ist das? Was habt ihr gesehen? Oh. Nein, ich werde sterben. Du bist ein Drache. Schaut mich an. Sein in den roten Augen. Und er brüllt mich an. Was passiert? Nichts passiert. Okay. Vielen Dank, dass ich jetzt. So, ich würde gerne das Tutorial zu Ende spielen, aber dafür muss ich wissen, wen ich beitreten möchte. Dafür würde ich gerne eure Kommentare hören. Und deswegen. Was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Legenden. Boah, jetzt wird's erstmal wieder scharf, dankeschön. Ja, deswegen. Bis zum nächsten Let's Play. Wir sehen uns.